Hey Prof, was wird bei diesem Prüfstand sichtbar gemacht und welchen Einfluss hat das auf die Brennerentwicklung? Ja, kann ich gerne erklären. Wir machen hier die Erwärmung des Schweißbrenners, werden im Schweißvorgang sichtbar. Und zwar verwenden wir eine Thermokammer oder auch Infrarotkammer genannt, um die außen sichtbaren Bauteile des Brenners uns anzusehen. Für die innenliegenden verwenden wir zusätzlich noch Thermoelemente. Da können wir auch dann die Temperatur zum Beispiel einer Stromdüse uns auch noch ansehen. Wichtig für die Brennerentwicklung ist das auf jeden Fall, weil wir haben so einen Konstruktionsgrundsatz, je wärmer ein Brenner wird, umso schlechter ist es für die Lebensdauer. Das heißt, umso kühler der Brenner bleibt, umso länger leben die Verschleißteile und der Schweißbrenner. Fragen an den Weltprof? Melden Sie sich bei mir.